Ja, schön, dass ihr Gelegenheit habt mitzumachen. Heute ist ein bisschen ausführlicher Tag, weil wir auch gerade unsere Übungstage zu den fünf Khandhas machen. Und wir haben jetzt auch mit einer Khandha-Meditation über die Daseinsgruppe Wahrnehmung anfangen und dann im zweiten Teil auch diese Woche ausnahmsweise nicht mit dem Wort des Buddha weitermachen, sondern vielleicht ja, in Theorie und Praxis uns mit dem beschäftigen, im Austausch, was wir jetzt gerade machen an dieser so effizienten Übung des Beobachtens der Daseinsgruppe. Beginn dieser Meditation am Abend nach einem Tag voller Beschäftigungen beginnt am besten damit, Zeit nehmen, innerlich Raum zu machen, das, was wichtig ist, Raum zu machen für ein klares Beobachten. Indem wir immer wieder Vergangenheit, Zukunft, Hoffnung und Sorge, weltliches Suchen und Flüchten ersetzen, einen ganz direkten Bezug für den Geist, einem gegenwärtigen Erleben, dem Atmen des Körpers. Atmen achtsam ein, achtsam aus. Dabei einen Gegenwartsbezug, der uns ruhig macht, uns die Augen öffnet, das, was jetzt gerade wirklich stattfindet.
geht gar nicht darum, den Geist absolut still zu machen. Eher darum, eine erhabene Einstellung zu entdecken, die es uns ermöglicht, uninvolviert, gleichmütig das zu betrachten, was unsere inneren Programme so anspülen. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit besonders auf die Ebene der Wahrnehmungen richten, die unser Geist kontinuierlich produziert. Geist interpretiert Sinneseindrücke aus seinem reichen Erinnerungsfundus, holt er Assoziationen hervor, sagt, das Geräusch kenne ich, das ist der Nachbar oder der Verkehr oder was auch immer. Das Körpergefühl kenne ich. Diese gedankliche Assoziation kenne ich. Und so erleben wir Bedeutung. In Wirklichkeit aus unseren eigenen geistigen Prozessen stammt. Die wir aber oft in den Dingen da draußen, der Welt da draußen, wähnen. Wahrnehmung ist eine kleine Luftspiegelung der Fata Morgana, die uns von einer Bedeutung erzählt. Sucht einmal ganz einfach immer wieder das, was ihr erlebt, zu erkennen. Eine kleine Interpretationsepisode der Wahrnehmung. Das ist kein Auto, das vorbeifährt, das wir hören. Eine Wahrnehmung, Auto. Wahrnehmung, meine Knie, eine Wahrnehmung. Heute habe ich dieses und jenes getan.
der Wahrnehmung. Ich kann schon wieder mich konzentriert meditieren oder ich kann heute besonders gut meditieren. Kann ich darum, das zu verhindern, es einem wahren Namen zu nennen?
Immer wieder machen wir uns bewusst, dass wir all das, was da so erlebt wird, durch die Linse der Wahrnehmung erleben. Alles wird so wie unter Anführungszeichen gesetzt. Wir erkennen, dass die Wahrnehmung ein geistiger Ausleseprozess ist, den wir interpretieren, Sinneseindrücke registrieren. Ein interessanter Aspekt der Wahrnehmung ist, dass es immer wieder schafft, Prozesse zu verdinglichen, die Existenz beständiger, einer beständigen Bedeutung ausgestatteter Dinge zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn hier jetzt ein Brummen aus der Küche zu hören ist, sagt die Wahrnehmung dazu Kühlschrank, macht damit aus dem keinerlei Beständigkeit bietenden Hörprozess ein abstraktes Ding, immer dort in der Küche steht. Versucht einmal in eurem eigenen Erleben diese Geburt der Dinge mitzuverfolgen.
so genau hinzuschauen, durch diese Hülse der Dinghaftigkeit, die wirklichen Erlebensprozesse durchscheinen sieht. Besonders aufschlussreich kann das Beobachten dieses Verdinglichens sein,
wenn es einer Wahrnehmung über uns selbst zu tun hat. Auch diese vielen Vorstellungen. Ich bin jemand so und so. Ich bin immer das und das. Hat er gar keinen Halt in der Wirklichkeit. Ist nur eine Interpretation, die etwas festmachen möchte, wo in Wirklichkeit Moment für Moment wandelbare Prozesse stattfinden. Geistige, emotionale, körperliche Prozesse. Gar keinen Raum bieten, gar keine Zeit haben für etwas Dinghaftes. Könnte sich das anfühlen, wenn wir diese verzweifelte Jagd nach der Fata Morgana beenden können? Wenn wir uns von Dingen, die in Wirklichkeit Prozesse sind, nicht mehr beherrschen lassen. Wir uns selbst und alle Mitmenschen befreien der Starrheit unserer Interpretationsmuster.
Ja, dann danke ich mich schon mal fürs gemeinsame Meditieren und lade euch ein, 5 Minuten beim Austausch mitzumachen. Wollte nur ganz allgemein ankündigen, dass nächsten Freitag es auch eine Irregularität geben wird. Da bin ich nämlich oder wäre ich in Bremen an einem Wochenende gewesen und das machen wir stattdessen online, weil das live nicht stattfinden wird. Dazu werde ich euch aber auch noch die genaueren Details verraten in der Signalgruppe und vielleicht auch per Rund-E-Mail, das nächste Woche geplant ist. Also auf jeden Fall bis gleich hoffentlich und ansonsten bis bald.